Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diese Kulisse habt ihr wahrscheinlich schon lange, lange nicht mehr im Hintergrund gesehen. Auf jeden Fall seht ihr da hinter mir einen relativ großen Haufen noch an Lindenholz und ich hatte schon lange Zeit mal wieder Lust, eine schöne Holzkugel zu drechseln. Im Hintergrund seht ihr auch schon so ein bisschen, wie ich das Holz vorbereitet habe. Da habe ich einmal so ein bisschen das überschüssige Material abgeschnitten, denn hier dieser Lindenstamm war sehr oval gewachsen. Deswegen habe ich mal hier so ein bisschen Arbeit erspart, damit ich nicht so viel an der Drechselbank wegdrechseln bzw. fräsen muss. Denn heute werde ich noch was ausprobieren, denn wir werden heute so ein bisschen noch fräsen an der Drechselbank. Wird auch ganz, ganz spannend. Das heutige Projekt wird wirklich sehr, sehr schön, denn da können wir so ein bisschen sehen, wie toll Holz einfach sich verändern kann. Das Lindenholz hier hat in etwa ein Jahr im Wald gelegen, glaube ich, und dann jetzt zwei oder auch ein Jahr hier oben im Garten. Das bedeutet, da haben so einige Pilze die Möglichkeit schon gehabt, da drin so ihr Untreiben zu treiben, wenn man das so sagt. Und diese ganzen Verfärbungen im Holz werden wir heute mal freilegen. Darum geht's heute. Bleib unbedingt am Video dran. Ich bin selbst gespannt, wie das Holz innen aussehen wird. Deswegen packe ich das jetzt alles schnell ins Auto und dann geht's ab in die Werkstatt. In der Werkstatt jetzt angekommen, ist erstmal das große Ziel, diese Brocken hier in die Drechselbank einzuspannen. Es ist immer ein bisschen schwierig zu filmen, wenn die Drechselbank an der Wand steht. Deswegen ziehe ich das Teil mittlerweile immer von der Wand weg. Ich muss es aber theoretisch noch weiter hier rüberziehen, damit das Licht auch gut ist beim Drechseln. Deswegen wird hier bald ein Projekt kommen. Das ist super für mich, damit ich die Maschine hier besser umherbewegen kann. Und super auch für dich, wenn du deine Drechselbank auch mobil machen möchtest. Darum geht es aber heute nicht. Heute geht es erstmal hier um dieses schöne Stück Linde. Und das muss ich jetzt hier einspannen. Ich werde das Stück Holz genau im Kern einspannen. Das ist mal der Plan. Okay, das ist so in etwa der Kern. Und hier einmal noch. Jetzt ist es natürlich so bei diesen großen Teilen. Da muss man natürlich immer schön langsam anfangen, weil ihr seht, das ist noch relativ unrund. Das ist zwar jetzt schon relativ rund geschnitten, aber man müsste trotzdem mit langsamen Geschwindigkeiten anfangen. Deswegen werde ich heute mal was anderes ausprobieren, denn das nervt mich manchmal so ein bisschen, dieses langsame Vorgedrechsle. Das dauert nämlich echt auch immer ziemlich lange. Deswegen werde ich heute mal was ausprobieren, damit wir das hier schneller rund bekommen, weil wir müssen ja auch jede Menge Material wegbekommen. Und wie gesagt, da werde ich jetzt mal was vorbereiten. Einmal so eine Frässcheibe. Dann brauchen wir natürlich noch einen Winkelschleifer, denn hier diese Scheibe benutzt man mit einem Winkelschleifer. Aber bei so einer krassen Scheibe mache ich auch dann mal den Schutz drauf. Normalerweise schleife ich tatsächlich damit immer meine Schweißnähte runter. Da ist es in meinen Augen okay. Aber bei so einer krassen Schneidscheibe kann Schutz schon mal was bringen. Warum macht man da nicht einfach eine Lasche da drauf? Das ist schon brutal, was es mittlerweile alles gibt, ne? Das ist schon cool. Also wenn man sich jetzt einfach den Winkelschleifer nimmt und fräst quasi so das Holz weg, das funktioniert ganz gut. Nur wenn man es anmacht, funktioniert es nicht ganz so gut, weil man halt eben keine Aufnahme hat. Ich zeige es euch mal, wie es aussieht, wenn man es im Stehen fräst. Da geht schon einiges weg, ne? Das ist schon abgefahren. Ich glaube, ich muss es von Hand drechseln. So, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich werde die Kugel heute noch einmal frei handdrechseln und ich werde mal da ein paar Sachen überlegen, wie ich das Ganze noch anders lösen kann, denn ich habe da sowieso noch ein paar Dinge geplant, aber wenn man über alles spricht, was man plant, ist das manchmal nicht so gut. Deswegen werde ich euch heute zeigen, wie wir diese Kugel hier frei handdrechseln werden. Wie gesagt, abonniere gerne den Kanal, dann wirst du in Zukunft sehen, was es da zu Kugeln noch alles geben wird. Ich habe nicht echt Bock, ich bin ein bisschen müde. Ich hole mir jetzt erst noch einen Kaffee. Schubidu! Dann kann es jetzt losgehen. Ich werde das ganze Material hier mit dieser formschönen Formröhre wegdrechseln. Cheers.
Jetzt können wir schon mal langsam sehen, wie das Ganze aussehen wird. Hier sehen wir so ein bisschen die Blaufäule. Und wir merken auch, dass das Holz jetzt direkt wieder patschnass ist. Also es ist schon relativ alt, aber wir haben hier trotzdem noch sehr, sehr viel Flüssigkeit drin. Wir haben jetzt hier eine Länge von 30 cm. Jetzt müssen wir natürlich noch einmal den Durchmesser checken. Da sind wir noch in etwa bei knapp 26 cm. Also wird unsere Kugel so um die 25 cm im Durchmesser. Wir markieren uns einmal die Mitte. So, es sind jetzt wieder ein paar Tage vergangen. Ich habe jetzt diese Holzkugel hier seit ein paar Tagen auch nicht mehr gesehen. Und schaut mal, was hier direkt passiert ist. Das Holz ist direkt geschimmelt. Das bedeutet, wenn die Kugel später fertig ist, muss die auf jeden Fall an einem gut durchlüfteten Platz liegen, damit die Feuchtigkeit weg kann und nicht hier sich staut und das Holz weiter schimmelt. Das wäre nicht so gut. Außerdem haben wir hier so direkt ein paar Risse. Das ist nicht schlimm. Das, finde ich, macht so eine Holzkugel auch aus. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen Charme. Hier auch direkt so ein kleiner Tipp, wie man überprüfen kann, ob so eine Holzkugel rund ist. Man kann sich einen runden Gegenstand nehmen. In dem Fall benutze ich dieses Marmeladenglas oder keine Ahnung, was da vorher drin war. Und wenn halt hier eben dieser Kranz komplett auf meiner Kugel aufliegt, ohne dass das irgendwie wackelt, dann wird unsere Kugel sehr, sehr rund sein. Und wenn sie das halt eben nicht tut und wir zum Beispiel vorne und hinten noch Luft haben, dann wissen wir, okay, wir müssen das Ganze noch ein bisschen einkürzen und die Rundung hier ein bisschen weiter zusammenbringen. Da muss man sich jetzt so ein bisschen rantasten. Ich bin jetzt gerade so dabei, mich da überall ranzutasten. Das ist schon relativ aufwendig mit dieser Methode. Aber wir können hier sehen, dass hier links die Tasse bis jetzt mal überall schön auffliegt. Hier fängt es dann langsam nochmal an, dass wir das noch anpassen müssen. Das heißt, hier an dieser Stelle müssen wir noch ein bisschen was wegdrechseln. Hier oben fehlt theoretisch ein bisschen was. Das heißt, wir müssen den ganzen Durchmesser ein bisschen nach unten bringen. Und hier seht ihr das ganz deutlich, da passt das noch gar nicht. Und so können wir uns jetzt einfach rantasten. Jetzt kommen wir mal so langsam zum Schleifen. Und da ist es auch mit dem Schleifen so eine Sache für sich. Und zwar ist das Holz hier an der Theorie patschnass, denn das macht man ja ganz gerne und es funktioniert ja sehr, sehr gut mit ganz frischem Holz. Da hat man sehr große Durchmesser. Wenn man es trocknen lassen wollen würde, wird es eh super, super lange dauern. Das bedeutet, wahrscheinlich wird das Holz nass sein, wenn ihr das hier nachmacht. Was ihr ausprobieren könnt, ist einmal das Ganze zu drechseln und dann einen Tag, zwei zu warten, bis die Oberfläche trocken ist. Und zwar so trocken, dass es halt eben geschliffen bekommt. Das ist was ihr probieren könnt. Oder ihr probiert es halt mit hier so einem Schleifteller. Das ist das Teil von dem Schleifkit, was ihr bei mir im Online-Shop findet. Und damit könnt ihr halt eben verhindern, dass sich das Schleifpapier so schnell zusetzt, weil ihr halt eben durch die Drehung das Material immer so ein bisschen aus dem Schleifpapier rauswerft. Müsst ihr mal ausprobieren, aber ihr seht es ja jetzt auch hier in diesem Video. Also, das sind so zwei Möglichkeiten, wie ich es bis dato öfters gemacht habe. Ich werde jetzt mal anfangen, das zu schleifen und dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Was ich hier immer interessant finde, ist, wie die Oberfläche aussieht. Hier kommt nämlich dann diese Blaufäule, die kommt dann einfach immer besser zur Geltung, wenn die Oberfläche schön glatt geschliffen wird.
mal alles ganz schön staubig. Auf jeden Fall haben wir das Ganze jetzt bis Korn 240 geschliffen und jetzt packen wir direkt ein bisschen Finish hier auf die Seiten, die fertig geschliffen sind, denn die Stirnseiten werden wir später dann ohne die Drechselbank fertig machen. So Leute, die Holzkugel ist fertig und ich finde es echt ganz schön geworden. Wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, dann ist die augenscheinlich schon sehr, sehr rund. Also ich weiß, dass sie nicht perfekt rund ist, aber ich denke, das kann sich schon auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt nehme ich dich mal ein bisschen näher ans Holz ran und dann siehst du nochmal, warum ich das einfach so toll finde, sowas in eine Kugel zu machen. Boah, Alter, heute hatte ich echt Hunde mit der Sprache. Denn das sieht schön aus. Ich zeig's dir mal. Das Tolle an diesem Projekt ist einfach mal, dass man das Rohmaterial eigentlich in der Regel besser erhält als ein Stück trockenes Holz zum Beispiel in den Ausmaßen. Und dazu kann man bei solch einer Form, es ist ja eigentlich nur eine Kugel, aber ihr könnt in beide Richtungen mit der Röhre könnt ihr das Ganze ausprobieren und könnt sehr, sehr gut üben, halt eben eure Fertigkeiten hier zu verbessern. Außerdem könnt ihr auch einfach mal üben, auf die Kugel draufzuschauen oder auf den Rohling draufzuschauen und macht das Ganze mal mit dem Auge. Könnt ihr ja dann mit dieser Tasse oder mit dem Glas immer wieder kontrollieren und so könnt ihr einfach eure Drechsel-Skills oder eure Drechsel-Fertigkeiten wirklich, wirklich gut verbessern. Ich habe das auch eigentlich alles tatsächlich am Schluss mit der Formröhre gemacht. Die verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Die könnt ihr bei mir auf dem Shop kaufen. Bekommt dann noch ein kostenloses Video dazu, wie man das Ganze benutzt und schärft und pipapo trulala. Das wird aber auch auf meiner Webseite erklärt. Und damit habe ich tatsächlich am Schluss die ganze Form gedrechselt. Ich habe zwischenzeitlich noch ausprobiert, das Ganze mit einer Schalenröhre hier wegzudrechseln, aber da hatte ich wirklich eine ganz, ganz schlechte Oberfläche erzielt und mit dieser Formröhre ging es einfach tatsächlich am besten. Ihr habt ja aber vielleicht so gesehen, dass ich oben in dem Garten noch ein bisschen mehr Holz habe und nicht nur Lindenholz. Ich habe noch Kirschholz und ein paar andere schöne Holzsorten. Platane würde ich auch gerne mal ausprobieren, eine Kugel draus zu machen. Und genau deswegen habe ich mir mal überlegt, wie cool es wäre, wenn ich mir eine Vorrichtung oder eine eigene Maschine bauen würde, um das hier an der Drechselbank zu machen. Schreib mal gerne mal in die Kommentare, ob du Bock darauf hast, weil dann würde ich mir überlegen, dass ich das in einem eigenen Video zeige, wie ich so eine Kugeldrehvorrichtung selber baue. Also, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das soll es für heute mit diesem Drechselvideo gewesen sein. Ich packe dir ein paar Links in die Videobeschreibung und wünsche dir einen ganz tollen Tag. Das ist doch eine Double-Time-Erklärung am Ende vom Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.